In der letzten Woche waren wir mehrere Stunden in den Heubach-Niederungen und haben an 3 Tagen Aufnahmen gemacht. Gar nicht so einfach, diese kleinen, flinken und sehr schnellen Gesellen festzuhalten. Großes Glück hatten wir. Der Ort, den wir für unsere Aufnahmen ausgesucht hatten, war ein Paradies für Vögel. Buntes Treiben, sobald wir unsere Stative aufgestellt und uns zurückgezogen hatten, waren sie da. In großer Zahl waren es Meisen, die sehr schnell agierten. Wir sind nun nicht die großen Spezialisten im Erkennen und Zuordnen und werden es wohl auch nicht werden. Aber es hat großen Spaß gemacht, das Beobachten. Die Kuhmeisen waren vor Ort dominant. Sie kommt bei uns sehr häufig vor und ist das ganze Jahr zu beobachten. Aber auch die Blaumeise, die oft in Scharen auftritt und sehr streitfreudig ist, war hier an unserem Beobachtungspunkt zahlreich vertreten. Der Kleiber, auch unverkennbar, ist ein sehr guter Kletterer und kann kopfüber abwärts klettern. Die Geräusche von Fahrzeugen hatten wir natürlich auch mit drauf. Ließ sich nicht vermeiden, so nah an einem Wirtschaftsweg. Der Buntspecht, der uns an allen 3 Tagen besuchte, ließ sich bei seiner Futtersuche von uns nicht stören. Die Bauern waren fleißig. Die Fellner müssten jetzt bestellt werden. Wer kennt es nicht, das Lied? Merzen der Bauer. Einige Vögel konnten wir noch nicht genau bestimmen. Allein uns fehlt die Erfahrung. Wonach unser Buntspecht ständig Ausschau hielt, blieb uns verschlossen. Der Buchfink kommt in Europa sehr häufig vor. Man kann ihn bei uns das ganze Jahr beobachten. Das Rotkehlchen ist unverkennbar an seiner orangefarbenen Brust zu erkennen. Deutschlands beliebtester Singvogel. Diesen zutraulichen Gesellen konnten wir auch schon oft an unserem Futterkasten beobachten.
Abschied winkt uns der Buchfink zu. Wir hoffen, euch hat es gefallen.